Auf einer Wiesenfläche in Kornberg pflanzt das Versandhaus Universal 5000 Bäume. Die Setzlinge dazu gab es für jedes energieeffiziente Haushaltsgerät, das gekauft wurde. Den folgenden Beitrag widmet Ihnen Universalversand. Für die Mitarbeiter von Universal und ihre Familien sowie die Kinder der Volksschule Riegesburg sollte es ein spannender Tag im Wald von Kornberg werden. Universal ruht zur großen Aufforstungsaktion. Im Vorfeld veranlasste der Bezirksförster Alfred Häusler noch einen spektakulären Querschnitt mit Auszügen aus der sachgemäßen Waldpflege. An der Zugsäge durften die Teilnehmer selbst Hand anlegen. Im Wald warteten die Bezirksförster Ottwin Bein und Andreas Schmiedl auf Baumkundestationen mit waldpädagogischen Spielen. Dann war es soweit. Alle fanden sich auf dem 2 Hektar großen Wiesenstück ein, um im Zuge der Aufforstungsaktion von Universal die ersten der 5000 Jungbäume auszupflanzen. Aktionspartner ist das Lebensministerium. Also im Jahr des Waldes haben sich viele gute Kooperationen ergeben mit verschiedensten Gruppen in Österreich, auch mit der Wirtschaft, und wann ein großes Versandhaus also das Waldthema für sich entdeckt und auch publik macht, ist das was ganz Tolles. In Österreich sind wir Gott sei Dank gesegnet mit einem sehr gesunden Wald, der immer noch wächst. Aber es gibt auch einige Bedrohungen. Man hört vom Klimawandel. Wir müssen uns da auf einiges einstellen. Und es ist gut, wenn auch im öffentlichen Bewusstsein hier sich einiges bewegt. Unter dem Motto "Wir setzen Zeichen für die Umwelt und schaffen Lebensräume" will sich Universal mit den Kunden engagieren. Für jedes verkaufte Haushaltsgerät auf der höchsten Energieeffizienzstufe spendet Universal einen Setzling. Ja, wir sind ein Privatunternehmen, gehören zur Otto Group, und Dr. Otto will auch sozial verantwortlich sein und den Menschen etwas zurückgeben. Den Unternehmen geht es ja gut, wir sind wirtschaftlich erfolgreich und wir wollen da der Gesellschaft, den Menschen in Österreich, etwas zurückgeben. Und eine gesunde Natur ist das Beste, was wir für unsere Menschen machen können. Angeordnet und gruppiert wurden die verschiedenen Baumarten nach dem Konzept der Landesforstdirektion. Wie Sie wissen, ist der Wald an sich einer der größten Kohlenstoffspeicher in den Ökosystemen, und dementsprechend ist es an verbessernde Maßnahmen immer sehr günstig auf die CO2-Situation. Und aus dem Grund alleine ist also die Vergrößerung und die Neuerforstung von ehemals landwirtschaftlichen Flächen gerade aus dieser Klimaschutz- und CO2-Speichersituation eine besonders günstige. Der nächste Grund, warum ich diese Aktion besonders begrüße, ist also jener, dass also mit diesen Maßnahmen auch ein ganz wesentlicher Bewusstseinsbildungsprozess auch stattfindet, der insbesondere nicht nur den Mitarbeitern für den Universalversand, sondern auch den Kunden von Universalversand die Problematik und die Möglichkeiten, die also im Zusammenhang mit CO2 und Klimaschutz möglich sind, auch aufzeigt. Ebenfalls anwesend war der Bezirkshauptmann Alexander Meizern, der das Engagement für die nachhaltige Gestaltung der Lebensräume sehr begrüßt. Als Dankeschön gab es für die Kinder dann noch ein Jausenpinkerl und lustige Spiele rund um die Natur für zu Hause. Sie alle haben gerne geholfen, damit uns der Wald noch lange erhalten bleibt.